bin Sally, bin 34 und habe den größten Food-Channel in Deutschland. Da geht es ums Thema Kochen und Backen. Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Ich bin schon eigentlich immer eher ein Sportmuffel gewesen. Das aktive Bewusstsein, ob ich jetzt mehr Sport mache im Alter oder nicht, kam, glaube ich, einfach so dieses Forever 29. Man möchte eben jung bleiben, bis in die Ewigkeit. Und da muss man dann schon irgendwann sagen, okay, ich möchte jung bleiben, nicht nur im Kopf, sondern auch körperlich. Und dann macht man es eben auch. Bei meinen Eltern sehe ich zum Beispiel, dass die einfach viel und hart gearbeitet haben, ihr ganzes Leben lang. Und dann kommen eben recht früh Rückenschmerzen, Knieprobleme. Und da wusste ich einfach aktiv, da muss man früher schon etwas tun, nicht erst im späten Alter. Und ich sehe meine Eltern jetzt, wie sie versuchen, Fahrrad zu fahren und viel zu laufen, weil sie wissen, sie müssen sich jetzt eben fit halten. Ich stehe ja recht viel in der Küche und bin da manchmal schon 10 bis 12 Stunden in der Küche auf den Beinen, im Studio oder zu Hause. Aber ich sorge dann schon immer dafür, dass ich zwischen den Firmengebäuden viel hin und her laufe und ich gucke, dass ich auch alles wirklich zu Fuß irgendwie erreiche. So, selbst wenn es mal ein Einkaufen ist, habe da so einen richtig so einen Oma-Trolley, den ich hinter mir herziehe. Und dann laufe ich mit dem dahin, gehe einkaufen und laufe auch wieder zurück, statt das Auto zu nehmen. Also ich finde, so kann man es sich schon im Alltag ein bisschen einfacher machen, Bewegung eben aktiv auch zu integrieren. Ich schaue, wie viele Schritte ich mache. Ich gucke, ob ich meine Steh- und Sitzziele erreiche. Dann komme ich schon, glaube ich, so auf 10.000, 15.000 Schritte. Und wenn ich dann noch mich bewege draußen, wenn es die Zeit dann zulässt, dann schaffe ich schon auch mehr. Ob es jetzt mit den Kindern ist, auf dem Trampolin oder draußen auch bei mir im Garten. Ich liebe die frische Luft, ich liebe die Natur und ich bin einfach auch total gern draußen, weil es mich so ein bisschen erdet und da macht das Bewegen dann auch viel mehr Spaß. Ich glaube, was man immer als Tipp mitgeben kann, gerade für berufstätige Eltern, die wirklich auch viel Verpflichtungen, was Familie, Freunde und alles angeht, versucht das Ganze gemeinsam zu machen. Ich glaube, wenn man alleine ist und so alleine die Mission für sich hat, ich möchte fit bleiben, ich will mich bewegen, scheitert man oft dran, wenn die Familie nicht mitzieht. Digitalisierung ist schon wichtig, gerade bei mir, um den Alltag zu meistern. Auch den Familienalltag finde ich, dass der digital einfach besser zu bewältigen ist, weil man einfach auch Gesundheitsdaten zum Beispiel digital hat. Man hat es immer mit dabei, man muss nicht ständig alles suchen und hat alles griffbereit, immer dann, wenn man es eben auch braucht. Vor dem Sport bin ich nicht so motiviert, aber ich weiß, wenn ich es mache, geht es mir danach gut. Ich bin danach glücklicher. Ich möchte mich noch mehr bewegen und es kommt schon so, dass man sagt, da kriegt man so den Popo selber wieder hoch und ist eben noch fitter als vorher. Ihr habt es gesehen, es ist ziemlich einfach, sich im Alltag viel zu bewegen und ich würde sagen, das könnt ihr auch. Ich habe heute meine Bewegung schon hinter mir, habe mir einen Feierabend verdient und jetzt geht's an euch. Bewegt euch, geht raus, macht Sport, geht viel laufen, viel Spaß.